sie. Ich kann auf den USB-Stick von mir eine Videodatei nicht abspeichern. Dann sagt das, sagt mein USB-Stick, die Datei ist zu groß. Aber wenn ich eine Verknüpfung erstelle, dann funktioniert es. Doch wenn ich bei dem Computer meiner Freundin das Video anschauen möchte, steht da, Datei kann nicht gefunden werden. Leute, ich glaube, viele von euch verstehen das. Aber für die, die es nicht verstehen, ich gebe das jetzt so ungefähr wieder, wie das in der E-Mail stand. Da hat wirklich derjenige im Callcenter gesagt, liebe Kundin, wenn, liebe Kundin, ihr Pelzmantel passt doch auch nicht in ihre Handtasche, oder? Doch wenn sie einen Zettel oder eine Notiz in ihre Handtasche legen, dass ihr Mantel im Schrank liegt, passt er in ihre Handtasche. Doch wenn sie zu ihrer Freundin gehen und diesen Zettel dort lesen, können sie so lange, wie sie wollen, im Schrank suchen. Sie werden ihren Mantel dort nicht finden. So geil, ich liebe diese E-Mail. Die ist mir jetzt schon auch ausgedruckt. Aber Leute, wenn, also für die, die es jetzt nicht verstanden haben, die Verknüpfung ist nur eine Verlinkung von zu einer Datei. Hoffentlich habt ihr es verstanden, weil sonst muss ich mir Sorgen machen. Weiter greift den Feind immer noch an. Oh Gott, sie sind so viele und die sind immer noch so wenig. Naja, egal. Ich sitze total gerne im Repair Center. Ich repariere total gerne irgendwelche Geräte. Und ich nehme jetzt einen Schluck. So. Viele schneiden das hier raus, wenn sie was trinken. Nur ich nicht. Ich schneide nur das Niesen raus oder Husten. Aber trinken nicht. Vor allem bei Niesen und Husten schneide ich raus, weil ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Viele kennen ja hoffentlich von euch Hello 1986. Ich glaube, ich laufe halt. Ja, ich laufe einmal an die Folge vorbei. Hello 1986. Und der hat Silent Hill. Spielt er momentan die Silent Hill Reihe. Wenn ihr das Video später seht, dann hat er es bestimmt schon fertig. Auf jeden Fall gab es bei Silent Hill 3. Glaube ich, war das. Da war es irgendwie, ja, gruselig. Also diese gruselige Anspannungsmusik. Gleich passiert irgendwas Gruseliges, gleich passiert irgendwas Interessantes oder so. Und dann kam das Geile. Er musste total laut niesen. Also man hat sich voll erschrocken. Also ich habe mich voll erschrocken. Er niest und ich erschreckt mich tierisch. Weil das war voll unerwartet und dann auch noch so laut. Naja, seitdem schneide ich das immer raus, oder nicht rausschneide, sondern mute mich dann selber. Einfach geil. Seitdem mach ich das. Nein, ich bin getroffen, aber ich möchte auch nur den Ritter da treffen. Den Ritter! Nein! Fuck Ritter! Aua! Ja, was kann ich noch so alles Schönes erzählen? Ja, bei den anderen Spielen erzähle ich nicht so viel, weil bei denen gibt es nicht so viel zu erzählen, oder die Zeit ist zu wenig, dass ich kaum Zeit habe, irgendwas zu erzählen. Denn zum Beispiel SimCity 4, da habe ich nur 10 Minuten oder 15 Minuten, somit kann ich kaum irgendwie was erzählen. Aber zum Beispiel bei Sims 3 hätte ich ja Zeit, was zu erzählen, aber es gibt total viele Dinge, die gerade passieren. Also, deswegen kann ich eigentlich immer nur meistens bei Mountain Blade was erzählen. Da passieren ja wunderschön Kämpfe. Und in dieser Zeit, wo ich schön an aller Ruhe die Gegner besiege, kann ich auch was erzählen. Da kommt Schaden rein. Naja, weiter geht's. Wir haben Bla besiegt. Danke euch. Truppen können befördert werden. Und wir selber auch. Und Artemina. Fertigkeiten. Intelligenz. Werde intelligenter. Werde intelligentlicher. Wer kennt das überhaupt?
intelligentlicher. Taktik können wir auch erhöhen. Taktik ist nämlich auch sehr interessant, denn Taktik erhöht den... Wie soll ich das nennen? Die Chance zu gewinnen. Und unser erster Nordhuskal. Ach, endlich. Da, Nordhuskal. Ach, ich liebe diese Nordhuskal-Typen. Ah, jetzt fällt mir noch was ein, was ich erzählen kann. Irgendjemand hat gesagt, ich soll mich doch mal bei... Naja, eigentlich hat er das gesagt, was ich schon sagte. Ich soll mich bei der Nordfraktion ja einschleimen, mich zu den meisten, wie auch immer, ich weiß nicht, wie man das nennt, anschließen. Oh Gott, jetzt habe ich das Wort entdeckt. Und es geht los. Lagerung. Und ich glaube, schließt euch demnächst an. Und ich glaube, das wird wieder ein mehrteiliges Video. Immer dann, guck mal, noch 5 Minuten habe ich ungefähr. Und immer dann, wenn das, wenn ich noch 5 Minuten habe, oder kurz vorm Ende bin, kommt wieder eine Schlacht. Hab wieder was getrunken. Aber irgendjemand hat auch geschrieben, eigentlich ist es merkwürdig, dass YouTube meine Videos erlaubt, also für Mount Blade. Denn wie viel Blut da nein, ich will die Leiter runter. Bitte nicht. Ich will auf der Leiter bleiben. Nein, schmeiß mich nicht runter. Nein. Nein, ich gehöre auf die... Na toll, jetzt bin ich ganz unten. Ja. Kann ich mich alle runter... wie viel Blut hier vergossen wird, dann müsste eigentlich YouTube das Video verbieten. Schade. Aber ich liebe die Hellebarde. Die ist eine geile Waffe, weil die schön lang, eine schöne Reichweite hat. Und dann auch noch schön viel Schaden. Ach, ein Nordfußsoldat ist besiegt worden. Der hatte Wurfmesser. Aber ich wundere ja, dass ja meine Nebenprojekte so erfolgreich sind. Bin ich ehrlich, das wundert mich. Ich finde Mount Blade zu gucken. Doch, finde ich eigentlich total interessant. Ja, natürlich. Da gibt es eigentlich total andere Spiele, die interessanter sind, die man zuschauen könnte, aber dass Mount Blade so erfolgreich ist, hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, am erfolgreichsten von meinen Nebenprojekten. Ich glaube, das ist Mountain Blade oder Rollercoaster, aber es könnte auch Sims 3 sein. Das ist voll das Problem, denn ich bekomme zu allen total viele Kommentare. Weil die Views, die können auch falsch sein, weil man aus Versehen auf ähnliche Videos geklickt hat, weil man das aus Versehen doppelt geklickt hat oder so. Deswegen gehe ich auf die Kommentare ein und da bekomme ich einen vielleicht einen Kommentar für. Deswegen. Keine Ahnung, warum ich das jetzt hier mache. Ich könnte auch mal die Waffe wechseln, aber... Jetzt sieht man auch, dass sie ein bisschen klüger sind, denn sie benutzen ihr Schild diesmal. Oh, ich dachte, ich wäre gerade tot. Weil ich nicht mich von der Stelle bewegen konnte. Artemina, du bist der Beste! Und Leute, tut mir leid. Es wird doch nicht mehr Teil des Videos. Ach Manu, jetzt werde ich mit der Armbrust schießen. Manu. Ach, genau wieder an die Vorwahl. Irgendwie leckt es gerade, deswegen konnte ich irgendwie nicht so richtig lenken. Ich hab noch rumgeleckt. Geleckt, ja doch, war. Ich wollte eigentlich gelenkt sagen, aber es hat geleckt.
Komm, stirb. Scheiß Armbrustschütze. Wieso leckt es gerade so? Bestimmt läuft wieder im Hintergrund irgendein Programm, was eigentlich gar nicht laufen sollte. Vielleicht Antivir. Ich hasse Antivir. Auch wenn ich es gut finde. Aber ich hasse es leider auch. Wo ist der Pfeil hingeflogen? Er hat ihn eindeutig getroffen. Und warum spackt er so? Und warum treffe ich nicht so? Ich habe noch 9 Pfeile. Und wieso? Ja, eigentlich hätte ihn verfehlt, aber egal. Habe ich extra irgendwie so gemacht aus der Entfernung. Macht mir Spaß. Und Übung macht den Meister irgendwann. Irgendwann kann ich besser treffen. So. Ja, so. Hier seht ihr, was passiert ist. Wurde im Kampf besiegt. Bla. Haben wir übernommen. Bla bla bla. So. Und jetzt kommt bla bla bla. Auf Wiedersehen. Bla bla. Und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.